So, meine Lieben, da bin ich wieder. Das Spiel war schon wieder abgestürzt und ich habe, glaube ich, die Vermutung, woran es gelegen hat. Ich habe das Spiel jetzt ganz neu geladen, mit einem anderen Player zusammen. Das würde jetzt auch beschreiben. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt ein bisschen stabiler läuft und habe jetzt erstmal wieder bis zu jetzt den Punkt auf weiter gespielt. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt etwas stabiler läuft. Na schön, das sind ja tolle Schauermärchen, die du mir da erzählst. Und ich glaube dir kein Wort. Früher oder später wirst du es wollen. Aber ein Vampir stirbt nicht so schnell. Wenn seine Lebensenergie verbraucht ist, fällt er zunächst in Starre. Dies ist ein Zustand, der einer menschlichen Ohnmacht gleicht. Du kannst nichts machen und nimmst seine Umwelt nicht mehr wahr. Du kannst nur hoffen, dass dir jemand schnell etwas Blut zuflößt oder dass dein Körper noch genug Blut hat, um sich selbst zu heilen. Du solltest doch aufpassen, dass du immer genügend Blut zu dir nimmst. Wenn dein Blutgehalt zu niedrig ist, verwälzt du in pure Raserei. Ein ziemliches Problem aller Vampire. Na schön, ihr sagtet noch etwas von Menschen in Dinge verwandeln. Ja, es gibt einen Zauberspruch, der es dir ermöglicht, alle Menschen in einen für dich nützlichen Gegenstand zu verwandeln. Dadurch erhalten Menschen irgendwie einen gewissen Wert. Findest du nicht? Das ist absolut unmenschlich. Du kannst es ja lassen, du ach so menschlicher Vampir. Jedenfalls kannst du jeden Menschen verwandeln, wenn er nicht einen magischen Schild gezaubert hat. Du kannst auch Händler verzaubern, die bringen auch schöne Gegenstände, aber dadurch kannst du natürlich auch nichts mehr kaufen. Also jetzt zeige ich dir, wie der Zauber funktioniert, also pass auf. Aha, so geht das. Aber fällt es nicht auf, wenn hier plötzlich Menschen verschwinden? Oder wenn ich gesehen werde? Also wenn man dich sieht, Rainer, werden die Menschen nicht sofort wissen, dass du ein Vampir bist. Deine vampirale Aura lässt sich für Menschen ganz normal aussehen. Aber es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, wenn du Menschen aussaugst. Wenn du gesehen wirst, kann dich auch deine Aura nicht schützen. Und die Menschen werden wissen, wer du bist. Deswegen gebe ich dir den zu guten Rat, wenn du Ärger vermeiden willst, sauge die Menschen nur bei Nacht aus. Nachts sehen Menschen wesentlich schlechter und man wird dich kaum entdecken. Ich sollte noch erwähnen, dass du Menschen nur zweimal aussaugen kannst. Beim dritten Mal sterben sie. Obwohl das natürlich auch nicht schlecht ist, da du dann noch eine weitere normale Seele erhältst. Nachdem du einen Menschen ausgesaugt hast, kannst du seinen Herzschlag hören. Daran erkennst du, wie viel Blut der Mensch noch hat. Je schneller der Herzschlag, umso weniger Blut besitzt dein Opfer noch. Wenn du dein Opfer aussaugst, erhöht sich dein Blutpegel um einen Wert, der von deinem Opfer abhängt. Erwachsene haben mehr Blut als Kinder und Männer mehr als Frauen. Im Normalfall jedenfalls. Wenn du also viel Blut benötigst, sauge vor allem männliche Erwachsene aus. So brauchst du nicht so viele Opfer auf einmal. Außer du willst natürlich noch mehr Seelen bekommen. Aber was ist mit den Menschen, die ich gebissen habe? Werden die nicht laut schreien? Nein, sobald du sie gebissen hast, lähmt dein Biss den Körper deines Opfers. Wenn du dann von deinem Opfer ablässt, wird es sich für einige Zeit benommen sein und sich dann an nichts mehr erinnern. Und was ist mit den Menschen, die einfach so verschwinden? Nun, da musst du natürlich geschickt vorgehen. Lass dich nicht dabei erwischen. Und wenn du entdeckt wirst, töte alle Zeugen. Also sollte ich die Menschen auch nur bei Nacht verwandeln, richtig? Richtig. Na schön, und was wollen wir jetzt hier in dieser Stadt? Naja, sie erkunden. Du warst hier noch nie. Rede mit den Menschen. Sauge sie aus. Verwandle sie. Teste, was ich dir gezeigt habe. Ja gut, dann schauen wir uns einmal um. Übrigens hatte ich vorhin beim Herlaufen noch ein paar Geheimnisse herausgefunden und habe die dann gleich eingesackt. Es waren ein paar Tränke zum Beispiel und jetzt nichts Großartiges von Wert. Also nichts großartig Erwähnenswertes. So, gehen wir mal hier rein. Wen haben wir denn hier? Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Aber ich muss Sie leider bitten, wieder zu gehen. Danke, ich gehe gleich wieder. Keine Sorge. Wieso sind Sie dann hier überhaupt hier reingekommen? Gute Frage. Ich schaue mir halt gerne Häuser von innen an.
So, und hier findet man natürlich auch immer mal wieder was in den Fässern zum Beispiel oder in den Bücherregalen. Naja. Hey, du, was machst du in unserem Haus? Nicht so frech, Bursche, sonst gibt's Ärger. Ah, Papa wird mich beschützen. Natürlich. So, jetzt kann man hier mit allen Leuten natürlich auch wieder Gespräche führen. Einige haben tatsächlich auch ein paar Aufträge für uns. Guten Tag. Bei uns werden Sie eine traumhafte Nacht verbringen. Nein, danke. Ich schlafe nicht gerne in fremden Betten. Wie Sie meinen, aber bei uns gibt es die weißen Betten der ganzen Welt. Schauen wir mal. Hier läuft in der Nacht auch immer mal wieder gerne ein Geist herum. Ein Schmerzmittel, auch gut. Na, komm her. Hallo. Hallo. Kannst du mir sagen, wo ich hier Waffen und Rüstungen kaufen kann? Natürlich. In der Stadtmitte gibt es einen guten Waffenladen. Und am Ostrand bekommst du gute Rüstungen. Danke. Muss man natürlich auch etwas ausrüsten schon mal. Ein einfacher Säbel, okay, den hat Asra selbst. Den können wir schon mal verkaufen. Hallo. Was willst du von mir? Nur mal freundlich Hallo sagen. Verschwinde, ich mag keine Fremden mehr, seit dieses Gerücht rumgeht. Was denn für ein Gerücht? Man sagt, dass das Schloss der Eldanes von einem mächtigen Monster übernommen wurde. Sowas aber auch. Ich glaube kein Wort davon. Du vielleicht nicht. Die meisten anderen schon. So, oh, jetzt haben wir schon Nacht. Jetzt können wir doch mal gucken, ob hier ein Geist rumläuft. Oder auch nicht. Ah, da habe ich mich wieder getäuscht. Na gut. Gucken wir mal hier einen Waffenladen. So, das sind dann hier die. Wo ein roter Pfeil nach oben ist, das ist eine Verbesserung. Ein E ist ausgestattet und ein blauer Pfeil nach unten wäre dann, dass es schwächer ist als die Waffe, die wir gerade haben. Ja, so kann man es sagen. Wir haben einmal einen einfachen Sieg. Den können wir verkaufen, da Astrid den schon hat. So. Ui, wir haben 15 Fieber. So, das hatte ich vorhin noch vergessen. Schwert und Ring auszurüsten. Ein Wundverband, das ist gut. Wen haben wir hier? Hey, was wollen Sie von mir? Sag mal, sind alle Leute hier so intolerant Fremden gegenüber? Seit dieses Gerücht um das Schloss so aufgetaucht ist, ja. Na schön, dann will ich dich nicht weiter stören. So, hier haben wir jetzt eine Kaserne. Hier sollte man wirklich aufpassen, weil ansonsten ist man schneller tot, als man glaubt, als man gucken kann. Machen Sie keinen Blödsinn, wir sind trainierte Kämpfer und passen auf, dass hier niemand eine Dummheit begeht. Wir haben schon einen Gefangenen, also du siehst, mit uns ist nicht zu spaßen. Einen Gefangenen? Was hat er denn angestellt? Er hat illegale Gegenstände verkauft. Alles so blutiges Zeug, widerlich. Aber wir haben ihn ja erwischt, uns entkommt niemand. Na schön, dann will ich dich nicht weiter stören. Man kann aber, glaube ich, hier trotzdem... Ja, man kann ja trotzdem einmal gucken, ob man was klauen kann. Aber die haben hier alles so gut versteckt. Ah, hier ist was drin. Ein Eisensäbel. Na, das ist doch schon mal eine Aufwertung. Das ist doch schon mal eine kleine Aufwertung für Asuka. Und was haben wir hier? Ein Lederschild. Na, wunderbar. Den können wir dann gleich noch Valna geben. Schilder können übrigens nur Asuka und Valna tragen, da sie Schwerter als Waffen haben. Elaine hat Krallen und da ist ein Schild eher hinderlich.
erschlossen. Das ist doch kein Problem. Ah! Halt's Maul. Bitte, bitte, töte mich nicht. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber wer weiß, wenn du mir keine Antworten gibst, vielleicht schon. Was willst du denn von wissen? Wo ist der Eingang? Was für einen Eingang meinst du? Wo ist der Eingang? Im Südosten, an dem Platz, wo das Haus gebaut wird. Wurm, ein Glück, dass du es mir verraten hast. Nach was für einen Eingang hast du denn gefragt? Der Eingang zum Laden der Menschenverräter. In fast jeder Stadt gibt es einen. In diesem Laden arbeiten Menschen, die verbotene Dinge wie Blutfiolen an andere verkaufen. Der Laden muss natürlich versteckt sein, da die Menschen so etwas nicht tolerieren. Menschen verkaufen Blutfiolen? Wer kauft denn sowas? Wissen die Menschen denn von der Existenz der Vampire? Zum Teil ja. Ich habe dir ja schon erzählt, dass es Menschen gibt, denen Geld mehr als alles andere bedeutet. Diese Menschen scheuen auch nicht davor zurück, mit Vampiren zu handeln, nur um reich zu werden. Das bedeutet ja, dass es noch viele andere Vampire gibt. Nun, ich habe schon lange keinen Vampir mehr gesehen. Die Hauptkäufer sind aber auch nicht irgendwelche Vampire, sondern Mitglieder der Kinder der Apokalypse. Klingt nach einer Sekte. Genau, doch was das für eine Sekte ist, erkläre ich dir später mal. Aber du solltest wissen, dass diese Sekte viele Blutrituale durchführt und deswegen kaufen sie halt viel von den Menschenverrätern. Ach so, dann könnte es ja sein, dass die Menschenverräter gar nicht wissen, dass Vampire bei ihnen kaufen. Sie könnten einfach denken, die Vampire werden Mitglieder der Sekte. Auf jeden Fall sind Vampire, wenn es denn noch andere außer uns geben sollte, nicht die Hauptkäuferschaft. Ansonsten würden diese Verräter nicht besonders viel verkaufen. Okay, dann suchen wir mal diesen Laden. So. Jetzt wird's auch schon wieder langsam Tag. Ich liebe es, für meinen Mann zu kochen. Und ich liebe, dass du für mich kochst, mein Schatz. Oh, ich liebe dich so sehr. Finden Sie nicht auch, dass das Essen köstlich riecht? Eigentlich schon. Das heißt ja eigentlich. Meine Frau ist die beste Köchin der Welt. Oh, danke, mein Schatz. Dann schauen wir mal hier. Schlossen. Ja, es ist nützlich, sich in einen Schatten verwandeln zu können. Alfiolen? Praktisch. Und da können wir nicht ran. Schade. Und noch ein Breitschwert. Das können wir auch noch verkaufen. So, der Eingang war der hier. Da ist er. So. Kauft oder verschwinde. Genau, hier können wir zur Not gut in Flaschen kaufen. Kann man machen, aber die Preise sind natürlich dementsprechend auch teuer. Also ich empfehle meistens, in den Kämpfen einfach mal Blut zu saugen. Ist A, besser. Zum anderen hat man ja auch noch die Möglichkeit, die Menschen zu saugen. So, und hier gibt es Rüstungen. Den können wir verkaufen. Und das eine Breitschwert natürlich auch. So. Und wir sind schon mal ein kleines bisschen. Geld.
Dieses Haus hier werde ich übrigens jetzt zuallererst erstmal komplett meiden, weil es hier einen Punkt gibt, an dem es einen sehr starken Kampf gibt. Und dafür sind wir noch nicht gewappnet genug. Darum werde ich jetzt erstmal wieder aus der Stadt rausgehen. Und um uns auf diesen Kampf vorzubereiten, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Das war ich nicht schon vergessen. Nicht schlecht. Wahrscheinlich nicht mehr. Oh, ja, alles klar. Ja, das kann man natürlich gut gekämpft. Meine Herren. Was ist denn heute mit Oskar los? Der war ja richtig stark jetzt. So, hier sehen wir jetzt. Kann ich euch nochmal das Level zeigen? Ja, das Level halt. Daneben ist der Status, den man gerade hat. Wenn da sich irgendwas verändert, wie blind, taub oder so, dann wird das angezeigt. Daneben die Lebens- und Blutsanzeige. Die Erfahrungspunkte, die man gerade hat und wie viel man braucht, um das nächste Level zu erreichen. Und wie man sieht, ist unter Elaine noch ein Platz frei. Das ist für die beschworene Skelett oder für den Golem, den man hat, den man mitnehmen kann. Ja, das ist schon eigentlich soweit alles, was jetzt wichtig ist, muss man quasi erstmal leveln. Und da man noch nicht irgendwo hin kann, muss man halt hier um Melsan herum aufleveln. Und das dauert. Ja, ansonsten denke ich vielleicht, dass ich jetzt erstmal das pausieren werde. Und an dem Punkt weitermachen, wo man halt weitermachen kann. Logisch, aber es dauert jetzt wirklich sehr lange. Hoppala, er ist jetzt mal nach einer Starre gefallen. Ja, gut. Das ist suboptimal. Jetzt wird er natürlich keine Erfahrungspunkte für diesen Kampf bekommen. Ja, jetzt hätte er aber schon mal wenigstens Level 1, Level 2 erreicht. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Seine Blutwerte sind ja weit oben. Dauert nur einen Moment, dann ist er wieder, hat er wieder einen Lebenspunkt. Jawoll. Okay, ich werde dann jetzt an dieser Stelle erstmal pausieren. Und an gegebener Stelle dann wieder einschalten oder weitermachen, wenn wir das gewünschte Level oder das benötigte Level erreicht haben. Jetzt bedanke ich mich erstmal dann fürs Zuschauen und man sieht sich dann später wieder.